einige von Ihnen zur Umsetzung dieser Maßnahmen ihre Wohnquartiere aufgeben müssen. Ich versichere aber... Hey, mach weiter so. Je mehr Banditenkahn du zerstörst, desto mehr verdienst du. Als beim letzten Mal. Ich bin sicher, dass keiner von Ihnen ein Interesse daran hat, dass ich die damaligen Geschehnisse wiederhole. Vielen Dank. Ah, gute Arbeit. Da habe ich ja genau den Richtigen gefunden. Wusste doch, dass die Banditen was planen. Und das ist der Beweis. Was auch immer Sie da haben, ungefährlich ist es garantiert nicht. So viel ist sicher. Bitte bringen Sie es zu jemandem, der uns sagt, was es ist und was wir damit anstellen sollen. Der alte Quasier. Was für ein Eremit. Intelligentes Kerlchen. Bringen Sie ihm die Probe. Er kann sie sich ansehen, sie testen und uns sagen, was die Banditen damit vorhaben. Ich werde Quasier über Ihren Besuch informieren. Der verrückte Kerl redet nicht einfach mit jedem X-Beliebigen. Großartig. Hab gehört, mein Mann im Turm hat sich glatt nass gefreut, dich zu sehen. Hier hast du was für deine Mühen. Hast im Norden im Canyon bestimmt diese ferngesteuerten Bombenautos gesehen. Verdammt das Problem, die Dinger. Werden vom Shrouded-Clan gebaut, einem gerissenen Banditenhaufen. Wenn wir den Canyon wieder sicher machen wollen, müssen wir die Typen stoppen. Du musst in ihren Unterschlupf eindringen, ihr Lager mit den Bombenbauteilen finden und es in die Luft jagen. Einer meiner Männer konnte ihre Baupläne stehlen. Kannst dir also selber eine basteln und ihr damit den Eintritt erleichtern. Meinst du, du schaffst das? Nimm die Pläne hier, bau dir selber ein paar Bomben und jag diese Bastarde in die Luft. Fette Karre hast du da gewonnen. Hallo. Hier gibt's Autoteile. Schon was gefunden? War wie der Teufel, mein Freund. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. Thank you.
Schönen Tag noch. Bei mir gibt es ausschließlich Spitzenqualität. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Hallo.
Vorspielzeit. Okay, warte kurz. Dann sehen wir uns mal an, was der Bürgermeister dir mitgegeben hat. Pass auf, wo du hintrittst. Geh in den Fahrstuhl. Okay, dann zeig mir mal, was du mitgebracht hast. Pack's auf den Tresen, dann schau ich mal, was Clayton Sorten macht. Interessant. Eindeutig vertritt. Okay, ich muss ein paar Versuche durchführen. Das könnte etwas dauern. Aber du siehst auch sehr interessant aus. Du hast etwas Besonderes an dir. Dich sollte ich mir vielleicht auch mal genauer ansehen. Interessant. Höchst interessant. Du bist ja bis oben hin voll mit kleinen, umherrasenden Computern. Geheimnisse, Geheimnisse. Jeder besitzt ein kleines Geheimnis. Und deines ist anscheinend besonders groß. Einer wie du ist mir lang nicht mehr untergekommen. Beim letzten habe ich noch für die Regierung gearbeitet. Du weißt nicht, was für ein großes Glück du hast, dass die Regierung dich noch nicht gefunden hat. Wenn sie dich erwischt und du nichts dabei hast, was sie gebrauchen könnte, bist du tot. Du gehörst noch zur alten Welt, nicht zu ihrer neuen Welt. Natürlich gibt es ein paar Leute, die sich gegen sie wehren, aber das sind nicht viele. Sie nennen sich den Widerstand. Es wäre übertrieben zu sagen, dass ich viel über sie wüsste, aber es gibt sie, kleine Gruppen, die hier und da zurückschlagen. Und vielleicht, ja, ganz vielleicht, könntest du ihnen nützen. Immerhin hast du bisher überlebt. Du besitzt bestimmt ganz besonders wertvolle Fähigkeiten. Aber um gegen die gnadenlose Regierung in einem Kampf zu bestehen, brauchst du mehr als diesen Standard-Defibrillator. Ich kann ihn dir aufrüsten, würde deine Überlebenschancen vergrößern. Allerdings müsstest du dafür etwas Zeit investieren. Leider habe ich die nötigen Geräte nicht vor Ort. Aber alles, was du brauchst, kannst du in der Totenstadt finden. Der Name ist Programm, wie du bald merken wirst. In der Stadtmitte ist ein Krankenhaus. Hab selbst mal dort gearbeitet. Vor diesen scheußlichen, unverantwortlichen Experimenten. Hab nur wenig mit eigenen Augen gesehen. Aber es gab viele Gerüchte. Jetzt ist es von einer gewaltigen Mauer und geben voller lebendiger Erinnerungen an die dort verübten Gräuel. Hin- und Rückweg werden ganz bestimmt nicht einfach. Aber ohne besseren Defibrillator hättest du hier keine weitere Woche. Das Krankenhaus befindet sich in der Stadtmitte. Du musst dort in den Keller gehen und nach Dingen suchen, die mit dem Archenprojekt zu tun haben. Dort müsste das Upgrade zu finden sein. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein. Der einzige Weg in die Stadt führt durch die Kanäle außerhalb der Mauern. Viel Glück. Geh jetzt los. Besorg das Upgrade. Ich sehe mir dabei diese wirklich interessante Probe an.